Bad Reichenhall ist ja sehr stolz auf seine Salz- und Siedlungsgeschichte. Wir können zurückblicken auf 4000 Jahre Salz- und Siedlungsgeschichte. Wir sind sehr stolz auf unsere schöne Stadt und wir sind sehr stolz auf unsere schöne Natur. In Reichenhall, in Reichenhall-Saarachtal, am Fuß von Staufen, Zwiesel, Bundesberg und Predigtstuhl. Und genau diese herrliche Natur von Bad Reichenhall ist jetzt Gegenstand von einem Kunstworkshop mit dem Titel Art in Nature am sogenannten Listanger. Der Listanger ist am Fuße des Zwiesels und ich freue mich, dass dieses Projekt in Kooperation mit den Bayerischen Staatsforsten zustande gekommen ist und möchte insofern als erstes begrüßen Herrn Dr. Müller, den Chef des Forstbetriebes Berchtesgaden. Und ich glaube, er hat sich einen herzlichen Sonderplatz verdient. Ich möchte mich einige weitere Persönlichkeiten noch begrüßen, und zwar seinen jedenfalls in Reichenhall mit Abstand wichtigsten Mitarbeiter, der Herr Grassl, der Stadthalter von Forstbetrieb in Berchtesgaden, der sich wirklich extrem engagiert hat, habe ich als Herr vom Künstler gerade bei diesem Projekt, und der Herr Grassl hat sich auch einen herzlichen Applaus verdient. Der Künstler, der hinter dieser Aktion stand und steht, ist Herr Nils Udo. Und ich darf herzlich mich bedanken, dass Sie gekommen sind mit Ihrer Frau und auch einen herzlichen Applaus bitten. Ganz wichtig will ich jetzt zum Schluss begrüßen, ganz ausdrücklich namentlich die anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademiepartei. Sie wissen ja vielleicht, dass wir aktuell einen Personalwechsel haben. Frau Dr. Hausmann ist nicht mehr bei uns im Bad Reichenhall. Aber es geht selbstverständlich weiter. Wir stehen zu unserer Kunstakademie. Der Herr Schönhofer ist aktueller Chef. Der Herr Schönhofer mit seinem Team war eigentlich immer schon der maßgebliche Mann hinter der Akademie und von dem er nach wie vor engagiert. Ich darf auch begrüßen die Mitarbeiterinnen, die Frau Elger, die Frau Leuchter, die Frau Mahler und den Herrn Hirsch. Herrn Hirsch, vielen Dank für Ihr Engagement und herzlichen Sonderplatz. Ich gebe an Herrn Dr. Müller. Vielen Dank, also. Ich muss sagen, ganz großen Respekt erstmal den Künstlern. Ich habe mir oben am Listanger schon die Sachen angeschaut. Natürlich ist die Vergänglichkeit, hat sofort eingesetzt und nicht mehr alles ist so anzutreffen, wie es hier so schön abgedichtet ist. Deswegen halte ich die Idee, dass man das Ganze fotografisch festhält und dann eine Ausstellung macht, für eine wirklich ausgesprochen gute Idee. Ja, wir von den Bayerischen Staatsforsten freuen uns, dass wir einen kleinen, bescheidenen Beitrag leisten können, dass so etwas zustande kommt. Wir sind der Staatswald, der ist zum Wohle der Allgemeinheit da und erfüllt vielfältige Funktionen, also nicht nur die Schutzfunktionen und die Naturschutzfunktion, sondern eben auch für die Erholung. Der Waldbesucher da sein und auch wenn sich die Künstler in den Wald verirren, soll er auch für die Grundlage sein. Ich habe schon von einer Künstlerin gehört, dass sie zögerlich anfangs gestartet ist, weil sie nicht wusste, was sie kaputt machen darf oder was sie nutzen darf. Ich finde, sie haben mit einem tollen Augenmaß sich die Natur zu eigen gemacht und haben Großartiges geschaffen. Und wenn ich mir den Leiter dieses Seminars anschaue und sein Kunstwerk, von dem ich ganz besonders begeistert bin, dann merkt man, dass natürlich unter einer soliden Anleitung wirklich Talente sich entfalten können. Es ist stecken viele Talente. Das sieht man immer wieder und es kommt ein ganz kleiner Schwank. Es war vor 2 Jahren bei der G7-Gipfel in der Elmau und meiner Heimat. Und als ich dort nach dem Gipfel vorbeikam, habe ich gesehen, dass die Polizisten, weil sie nicht groß
Demonstranten abwehren mussten, aus Langeweile, dann am Anfang haben ihre Wappen, die einzelnen Bundesländer, als mit Rinden und Zapfen und Blüten. Alles, was sie gefunden haben, haben sie das an den Händen gemacht. Das heißt, ich habe eine Landespolizei angefangen und alle haben das gesehen und es ist ein Wettbewerb entstanden, es sind großartige Wappen entstanden. Die sind natürlich nach Vorlage gemacht. Was sie gemacht haben, ist ihrer Fantasie entsprungen und es ist wirklich wunderbar, wenn man sieht, was sie geleistet haben. Das Ganze hätte aber nicht funktioniert, wenn nicht der Hubert Drassel, der selber ein großer Künstler ist, sich mit so viel Engagement eingesetzt hätte und sich unterstützt hätte. Da möchte ich auch nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen, Hubert, das machst du großartig, weil er ist wirklich nicht nur der örtliche Repräsentant der Bayerischen Staatskosten, sondern er ist wirklich ein begnadeter Künstler, der beste Mann, der für so eine Sache geeignet ist und liegt schon auf eine Tradition von Kunstveranstaltungen auch mit der Akademie zurück und wirklich ganz herzlich Dankeschön. Ja, also mit dem Dankeschön bin ich schon am Ende und möchte überleiten an den Leiter des Seminars. Ja, grüß Gott, allerseits, Herr Bürgermeister, Herr Müller, lieber Hubert, ich grüße dich nochmal ganz herzlich. Grüß Gott, alle Anwesenden. Also zunächst ein paar kurze Worte über meine Arbeit als solche Immunität Natur. Ich arbeite seit 1972 als Immunität Natur und habe auch unter Verwendung ausschließlich Naturmaterial. Das heißt, dass dieses Projekt Immunität Natur ist zweigeteilt. Es gibt einmal die Arbeit, die im Urlaub stattfindet. Raum statt. Das Thema ist ebenfalls immer die Natur, aber für diese Projekte verwende ich ebenfalls Beton, Stahl, alles was nötig ist, um einen Konzert umzusetzen. Also diese Arbeit mit der Natur ist zweigeteilt. Und dann gibt es die zweite Hälfte meines Werks, das ist die Malerei. Die Malerei habe ich begonnen in meiner Jugend, das war damals schon fest für mich, dass ich ein Maler werden möchte. Bin dann 9 Jahre in Paris ausschließlich Maler gewesen und bin dann zurück nach Bayern gezogen und habe kurz darauf wollen gehen, um in der Natur zu arbeiten, 1972. Die Arbeit ist nicht die eines Bildhauers. Es gibt kein Bildhauer, das heißt, ich möbliere nicht die Natur mit vorgefertigten Objekten und Artefakten. Das Thema ist immer die Natur und das Kunstwerk ist in meinem Fall die Natur selbst. Das heißt, meine Intervention ist sehr behutsam und verwende auch nicht das Vorgefundene, aber schwierig verändere. Kurzlebig in den allermeisten Fällen ein Naturstück und übergebe es dann der Natur wieder, überlasse es der Natur und nehme diese Natur wieder auf. Die zweite Hälfte dieser Arbeit in der Natur ist die Fotografie. Das heißt, alle meine Projekte werden fotografiert und zwar nicht nur um Fotodokumente zu erstellen, sondern um Kunstwerke, eigenständige Kunstwerke zu schaffen. Das heißt, die drei Dimensionen der Arbeit. In und mit der Natur wird übertragen auf die Fläche der Fotografie und ich bemühe mich hier jedes Mal so viel wie möglich von den Dimensionen dieser Arbeit auf diese Fläche zu bannen. Meine Fotografien sind große Abzüge, die sind im Übrigen signiert in ganz wenigen Auflagen, 8 Stück häufig, manchmal nur 3 oder 4 und bis zu 300 manchmal noch größer. Ja, und jetzt möchte ich mich bedanken bei all denen, die mitgewirkt haben hier. Und zwar zuallererst bei meinem lieben Freund Hubert. Ich würde diese Workshop niemals in dieser Form hier stattfinden können. Also das ist einzigartig. Ich freue mich über unsere Freundschaft. Nochmals ganz herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Und wenn ich gut. Jetzt kommen wir. Genau. Eine vergnügliche Dauer.